Hey Leute, der Elk zurück mit einem neuen Teil von Arcania. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Ich muss aber auch sagen, was jetzt kommt, die nächste Stunde, weiß ich halt eigentlich alles schon. Ist ein bisschen blöd gelaufen, weil ich habe stundenlang aufgenommen. Und meine Capture-Box wollte nicht. Und das Blöde ist, ich habe ja keinen Kontrollbildschirm darüber. Das macht es echt ein bisschen schwierig. Will aber nicht rumjammern, mach einfach weiter. Nur nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt die nächsten Sachen sehr, sehr zielgerichtet mache. Wir gehen mal direkt in die Stadt rein, in die nächste. Ah, Gegner können wir schon noch mitnehmen, das ist ja kein Ding. Wo kommt ihr lang? So. Ne. Kommt schon. Was mach ich denn? Ihr seid doch bloß Lappen. Ey, ihr sollt mir nicht bespucken. Spucke ich zurück. Da zoomt doch immer nur eine. Also, das war der Todesschrei von der. Okay. Gehen wir mal weiter. Da gibt es nichts Besonderes außer den Käfer. Haben wir jetzt einen Teleporter aktiviert. Oh, Leute, jetzt ernsthaft. Ich wollte eigentlich schneller vorankommen. So, okay. Gut, 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 gut. Wir gehen jetzt in die Stadt. Da rennt eben bloß noch Kruppzeug rum, also die sind alle nicht sonderlich schwer. Und wir werden aber uns erst mit ein paar Nebenquests beschäftigen. Im Hintergrund habe ich auch noch so einen Feldräuber gesehen. Ja. So. Die summen noch so lang nach. Sind eigentlich relativ ungefährlich, die Feldräuber. Was sie nur können, die können uns von den Füßen hauen. Das war halt mal ein Zeitpunkt wehrlos sind, was jetzt aber bei einem Einzelnen nicht wirklich schlimm ist. Und wir gehen in die Stadt. Also die Kontrolllampe von meiner Capture-Box, die leuchtet zumindest. Hier haben wir nochmal so einen Teleporter. Wobei die beiden so nah beieinander sind, das ist eigentlich eh Quatsch. Hey Jungs, schaut! Halt! Dich kenne ich nicht. Woher kommst du und was willst du hier? Ich kenne dich auch nicht. Ich komme aus Fischir und brauche die Erlaubnis des Barons, zum Silbersee reisen zu dürfen. Ha! Da kannst du lange warten. Warum? Der Baron hat keine Zeit für Lappalien. Seine Geschwister, Hertan und Liowin, haben Stuart an den verfluchten König von Myrtana verraten. An Robar? Ist die Stadt in Gefahr? Wenn wir die Verräter nicht bald dingfest machen, ist sie das. Wir Stuarker werden von den Myrtanern niemals die Knie beugen. Ehre oder Tod. Das höre ich gern. Der verfluchte König hat meine Heimat verwüstet. Hör mal, Sau. Darf ich trotzdem mein Glück beim Baron versuchen? Vielleicht kann ich helfen. Nun gut, rein in die Stadt mit dir, Fremder. Aber wir behalten dich im Auge. Also das weiß ich jetzt alles mit den Händlern und sowas. Das gehe ich jetzt mal nicht durch. Das ist eh bloß Wegbeschreibung und so ein Zeug, also nicht so dramatisch. Was ich gleich als allererstes machen werde, war der hier drin? Ne, so durch. Und zwar gibt's hier einen Alchemisten, der hat eine Quest für uns, eine kleine.
Wo steckt der denn, der Schlingel? Hm? Ist er oben? Was willst du? Hallo, bleib halt. Hallo, bleibst du. Du sollst stehen bleiben. Danke. Willst du in die Geheimnisse der Alchemie eingeweiht werden? Ich kann dich lehren, mächtige Tränke zu brauen. Schaden kann das nicht. Ausgezeichnet. Eine Hand wäscht die andere. Als Teuer, macht uns gleich zum Lehrling. Musst du zuerst eine Kleinigkeit für mich erledigen. Das war ja klar. Was soll ich für dich tun? Ich habe eben meinen Assistenten losgeschickt, ein Experiment durchzuführen. Er müsste längst zurück sein. Unfähig ist er, der Bursche. Einfach unfähig. Ich brauche jemanden, der nach dem Rechten sieht. Na schön. Na schön. Ich werde mal sehen, was mit Hem passiert ist. Ausgezeichnet. Wenn er noch am Leben ist, gib ihm eine Ohrfeige. Mach ich. Wo wird soll gemacht, ich nach ihm suchen? Ich habe den Tölpel nach Osten geschickt. In die Nähe von Oktars Farm. Du könntest aber trotzdem mal noch warten. Ich möchte ein bisschen von meinem Scheiß verkaufen. Außerdem können wir gleich mal gucken, ob der was Sinnvolles für uns hat. Ich glaube, eine Baurierpiole, Fiole ist insofern interessant. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Dass wir, na sag schon, größere Tränke machen können. Großer Heiltrink etc. Den kann ich eigentlich verkaufen, den brauche ich nicht. Im eh kaum Fernkampf und da kommt jetzt auch demnächst viel, viel mehr. Die Heiltränke brauche ich überhaupt nicht. Die Sachen sind viel sinnvoller. Das lassen wir mal noch. Den Apfelessig brauche ich jetzt auch der mal nicht. Das brauche ich nicht. Das Fleischragout sowieso nicht. Das stelle ich her wie sonst was. Die Sachen lassen wir mal alle. So, warum auch nicht? Gut. Okay. Dann latschen wir jetzt gleich weiter. Ich sammle ein paar. Ups. Falsch rausgegangen. Da hätte ich doch drüben rausgehen können. Das wäre sinnvoller. Wir machen uns jetzt auf zum Schmied. Ich habe nämlich Bock auf eine neue Waffe. Ich weiß jetzt schon, was da kommt. Deswegen überrascht mich das jetzt nicht. Wir kriegen, wenn alles glatt läuft und wenn ich genug Geld habe, kriegen wir jetzt ein Rezept für eine neue Waffe zum Schmieden. Das Vulkanglas haben wir schon. Das brauchen wir. Jawohl. Das passt gut. Nein. Werden wir das gleich mal. Na, wo war das? Ach, Inventar. Ich depp. So, zack. Und was gut ist, die Zutaten für das Rezept sind alle hier. In die Kiste. Na. Haben wir alles, was wir brauchen. Wir kriegen es gleich angezeigt, dass wir es herstellen können. Es macht es einfacher, aber es ist halt dadurch alles sehr casual, wie man so schön in Neudeutsch sagt. So, wir haben eine neue Waffe. Und zwar haben wir jetzt ein Flammenschwert. Macht ein bisschen weniger Schaden als die Axt, die wir haben. Aber kombiniert mit dem Feuerschaden. Und wenn wir da jemanden mit anzündeln, dass das Feuer dann auch die Lebensenergie auch noch ein bisschen runterbrutzelt, lohnt sich das schon. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Den Schild auch. Und raus hier. So. Dann haben wir noch. Gehen wir erstmal nach oben. Das wäre jetzt Main Quest. Aber wir bekommen, wenn wir der nachgehen, gleich einen schönen Gegenstand. Was heißt gleich? Das dauert noch ein bisschen. Das ist Gorn, den müsstet ihr auch kennen. Was willst du hier? Also die Leute, die Gothic kennen, dürften Gorn kennen als Charakter. Ich will zum Baron. Was gibt's da zu lachen? Schau, Kleiner, der Baron ist der Baron. Der empfängt nicht jeden. Warum sollte er dich empfangen? Ich muss ins Bluttal und brauche seine Erlaubnis.
Du willst im Bluttal kämpfen? Du? Du hast ja nicht mal Muskeln. Ich will nicht kämpfen, ich will zum Silbersee. Vergiss es, Kleiner. Ich lass hier keinen durch, auch dich nicht. Aber warte mal. Wenn ich dich so anschaue, bist du nicht der Junge aus Fischir, der mit Diego nach Argan gekommen ist? So sieht's aus. Du kennst Diego? Da staunst du, was? Diego ist ein Freund von mir, ein guter alter Freund. Hat mir von dir erzählt, bevor sie ihn eingekerkert haben. Diego ist im Kerker? Kaum zu glauben, was? Sonst sitze ich im Kerker und er holt mich raus. Jetzt ist es umgekehrt. Willst du mir helfen? Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich brauche keinen Plan. Ich habe meine Axt. Aber Diego meint, ich soll warten. Er glaubt, die Sache klärt sich auch so. Geh doch mal in den Kerker und sprich mit ihm. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Komm ich da einfach so rein? Sag Aldrich, dem Wärter, dass ich dich geschickt habe. Sag ihm, wenn er dich nicht durchlässt, bekommt er einen aufs Maul. Und wie komme ich zum Kerker? Lauf die Treppe hier runter und nimm dann die nächste Treppe rechts. Immer weiter runter, bis du Aldrichs hässliche Fresse siehst. Diese bunten verbalen Ausschmückungen gefallen mir. So richtig schön Bud Spencer Terence Hill-like. Ich sollte vielleicht mal die Quest aktivieren. Jäger und Schwierigkeiten, genau. Dann... Das ist die mit dem Lehrling vom Alchemisten. Die können wir auch eigentlich gleich aktiviert lassen. Und wir gehen jetzt mal. Ich bin bloß mal kurz neugierig, Leute. Aber bei der Tür wusste ich nicht, ob die aufgeht. Geht sie. Ich kann bloß nichts klauen. Dammit. Ist hier oben wenigstens irgendwas Lohnenswertes? Nein, nur gar nichts, ne? Grummel. Wo ist? Da ist so eine Statue. Ha! Also hat sich's doch gelohnt. Okay. War das jetzt ein Buch oder ein Rezept oder wie oder was? Moment. Okay. Haben wir noch ein Rezept abgegriffen und eine von diesen Statuen. Ach, der hat auf den Stuhl reagiert. Die Lesepulte kann man zwar benutzen, er stellt sich dann auch hin und liest es, aber es hat keinen Effekt. Also, es hat weder einen Effekt, dass man irgendwas zum Vorlesen hat, noch hat es den Effekt, dass man irgendwie was lernt. Deswegen können wir das eigentlich auch lassen. Zum Gefängnis wollten wir, da müssen wir runter. Das Aldrich. Wie gesagt, ich kenne es jetzt alles schon, deswegen weiß ich die Wege ungefähr. Was willst du hier? Gorn schickt mich. Ich soll mit Diego reden. Das kann ja jeder behaupten. Gorn sagt, wenn du mich nicht durchlässt, bekommst du eine aufs Maul. Gut. Ich sehe das genauso. Ich lass dich durch. Aber mach keine Dummheiten. Gut. Jetzt lass mich durch. Hier können wir noch was abgreifen. Das war ein schönes Schwert. Und das hier, Diego. Ah, da bist du ja. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Sei froh, dass ich Gorn begegnet bin. Ich hätte sonst nie erfahren, dass du im Kerker steckst. Er will dich übrigens befreien. Mit seiner Axt, ich weiß. Aber das würde nur die ganze Stadt ins Chaos stürzen. Willst du im Kerker bleiben? Nein. Deshalb hatte ich ja gehofft, dass du kommen würdest. Kleine Frage zwischendurch an Laszlo direkt, aber wenn es wer anders weiß, kann das mir auch gerne in die Comments schreiben. War Diego immer schon so grauhaarig und alt? Ich möchte meinen Gothic 1 nicht. Er wirkt jetzt doch schon sehr stark gealtert. Okay, weiter geht's. Was soll ich tun? Nun, man wirft mir vor, ich hätte Mehrmut, den Berater von Baron Renwick, ermordet. Jemand muss beweisen, dass ich es nicht war. Oder, dass Mehrmut noch lebt. Gorn ist da nicht der Richtige. Er ist etwas zu grob. Du allerdings könntest es schaffen.
Okay. Ich mache mich auf die Suche nach Mehrmund. Wo soll ich anfangen? Knöpf dir als erstes mal Winstern vor. Er war in der Nähe, als ich mit Mehrmund gesprochen habe. Wer ist Winstern? Ein Soldat der Stadtwache. Eigentlich ein netter Kerl. Aber ich habe den Verdacht, dass er mit den Rebellen zusammenarbeitet. Weißt du, wo ich ihn finde? Normalerweise verrichtet er seinen Dienst am westlichen Stadtrand. Schau dort. Gut, mach ich. Warte, ich habe noch was für dich. Was? Eine Art Dietrich. Damit kriegst du zwar keine Türen auf, aber kleinere Schlösser von Kisten und Truhen kannst du damit knacken. Nimm ihn mit, vielleicht kannst du ihn brauchen. Das ist jetzt im Prinzip auch der Grund, warum ich hier der Mainquest ein Stück gefolgt bin, weil ich komme jetzt in Gebiete, was heißt in Gebiete, halt in Bereiche, in Häuser rein, wo ich einen Dietrich brauchen kann. Da haben wir zum Beispiel schon mal eine. Und das ist natürlich sehr schön, ne? Okay. Ich werde jetzt aber mal die Mainquest abschalten. Okay. Also es gehört zur Mainquest, dass wir Diego befreien. Da kommen wir dann nämlich dann irgendwann zum Baron. Das weiß ich noch. Wir werden uns jetzt aber so hier mal um tatsächlich Nebengedöns kümmern. Wir haben noch so ein, zwei Leutchen, die brauchen hier unsere Hilfe in der Stadt. Ich muss bloß selber mal schauen, wo derjenige war. Ja, bin ich auf dem richtigen Weg, da will ich hin. Hier will ich hin, ganz genau. Willkommen. Der nimmt auch eine Quest. Erstmal werde ich aber gucken, ob der irgendwas Interessantes für uns hat. Der hat wirklich eigentlich gar nicht schlechte Sachen. Aber so erstmal, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Das Schwert brauche ich nicht. Das Ritterschwert verkaufe ich jetzt mal, weil ich... Nein. Ich heb's mal auf. Vielleicht kann man es ja zum Aufpimpen benutzen. Obwohl, ich werde zwei Handschwerter eh nicht benutzen. Okay, ist weg. Frage hat sich übrig. Dann gucken wir hier mal noch rein, ob irgendein Gegenstand ist. Der Schild kann weg. Wie ist denn das Amulett, was ich habe? Da tun wir das weg und legen lieber das andere an. Das werden wir mal behalten. Die ganzen Alchemie-Gegenstände behalte ich auch. Okay. Schnell ins Inventar und das Amulett angelegt. Und jetzt quatschen wir mal mit ihm. Willkommen. Hier findest du Kurioses aus aller Welt zu günstigen Preisen. Du brauchst Hilfe? Worum geht's? Aus einem Haus nebenan, im inneren Stadtkreis, sind nachts gedämpfte Schreie und Stimmen zu hören. Und die Fenster leuchten rot wie Blut. Ich würde ja selbst nachschauen, aber ich habe Angst. Was ist mit der Stadtwache? Sie haben mich ausgelacht. Mich. Die Leute heutzutage haben keinen Respekt mehr. Das wohl wahr. Ich schaue mich mal für dich in dem unheimlichen Haus um. Das ist leider nicht so einfach. Ohne den Schlüssel des Vermieters kommst du nicht rein. Und der Vermieter hat keine Manieren. Mit Rüpeln werde ich fertig. Wer ist es? Wachmann Chuck. Er ist für das Lager der Wache verantwortlich. Direkt rechts, neben dem Haupttor. Soll ich mich mit der ganzen Wache von Stuart anlegen? Nein, nein, keine Sorge. Niemand mag Chuck. Selbst seine Kollegen werden sich freuen, wenn du ihm eine Lektion erteilst. Na, dann werden wir doch mal zu dem gehen. Das ist auch ein Grund, warum ich ganz gern den Dietrich vorher haben wollte. Werdet ihr gleich sehen. Ist gar nicht weit. Hier sind wir nämlich schon. Das ist das Wachhaus hier im Stadttor mit eingebaut. Und da hockt der Gute schon drin. Raus hier, Bengel! Verpiss dich!
Sachte, sachte, Chuck. Deine Hilfe ist gefragt. Bist du übergeschnappt? Was willst du, drei Käse hoch? Gib mir einfach den Schlüssel zu deinem Haus, dann bleibst du schmerzfrei. Hör ich nicht recht? Du willst den Schlüssel zu meinem Haus? So ist es. Ich habe ein Hühnchen mit deinen Mietern zu rupfen. Was gehen dich meine Mieter an? Bist du total bescheuert? Also wirklich ein sehr, sehr ruhiger, angenehmer Zeitgenosse, ne? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn ich mit dir fertig bin, verfüttere ich dich an die Schweine! Wo wollt er denn hin? Scheiße, scheiße! Hör auf! Wer ist nun Schweinefutter? Her mit dem Schlüssel. Hier ist er. Viel Spaß mit den Mietern. Den werde ich haben. Die werden dich umbringen. Einfach so. Das würde dir gefallen, was? Darauf kannst du einen lassen. Ist recht. Diese Truhen können wir nämlich hier bloß mit dem Dietrich öffnen. Bevor ich nämlich zu den Mietern gehe, werde ich das hier alles schön plündern. Bloß alleine, dass der sich ärgert. Tut er nicht, weil hier ist irgendwie mit dem Stehlen wirklich nicht so wild. Es juckt irgendwie keine Sau. So, aber wir haben jetzt einiges an Zeug. Auch einen besseren Schild haben wir jetzt ergattert. Und zwar, der jetzt hat ja hier 35 und 8 plus Ausdauer. Der neue, den wir gefunden haben, erhöht die Nahkampfkraft und die Lebensregeneration und hat auch 35. Sieht ein bisschen schäbiger aus, aber finde ich jetzt nicht schlimm. So. Ansonsten, was haben wir hier noch so gefunden? Großer Streitkolben, also Zweihandwaffe ist uninteressant. Naja, gut. Nehmen wir mal mit das Zeug. Fertig aus. So, jetzt gehen wir mal zu den freundlichen Mietern. Ist ja auch nicht weit weg. Und es schifft schon wieder. Also das Wetter hier in dem Land, das ist nicht gut. Kannst du gleich nach England ziehen. Ach. Ich bin ja schon wieder Laszlo, vergesst den Stufenaufstieg. Jo, weiter geht's. Bisschen geskillt. Und so hochgeskillt gehen wir jetzt zu den freundlichen Mietern. Ich glaube, ich hätte auch einen anderen Weg gehen können. Naja, ist wurscht. So, gehen wir hier rein. Hier ist es nämlich auch so, also ohne, dass ich da groß was verraten will, aber hier gibt es halt auch die eine oder andere Kiste, die ich öffnen kann, die ich halt sonst vorher nicht hätte öffnen können. Und da die gleich mal ihre Waffen ziehen, sind sie fällig, die Jungs. Und das sieht halt auch nach Kultisten aus. Deswegen gleich ohne Gnade drauf. Da kann man nichts, ne? So. Die haben auch einen Haufen Scheiß hier rumliegen. Nein, du sollst nicht beten. Nachher beschwörst du da noch irgendwas. Geh weg. Du sollst jetzt den Typen da looten. Nein. Hallo. Hallo. Ich möchte bitte, dass du den... Super. Okay. Okay. Gut. Sonst noch irgendwie was? Nee. Die Kiste halt noch. Wie gesagt, da brauchen wir auch den Dietrich. Und da haben wir zum Beispiel unseren neuen Helm. Den hatte ich auch dann beim ersten Mal spielen schon, klar. Deswegen weiß ich das jetzt auch alles, aber nehmen wir es halt mit. Der ist besser als unserer. Auch wenn der sich jetzt ein bisschen auf Zauberei bezieht, der ist auch vom Rüstwert her. Ne, ist er nicht besser. Egal, dann nehme ich jetzt eine andere Aussage. Er sieht cooler aus.
So, fertig. ja. So. Jetzt haben wir die Quest geschafft. Die war jetzt nicht so schwer. Wir können jetzt wieder zurück zu dem armen Kerl und ihm Bericht erstatten. Ich glaube, der Weg ist genauso weit, als wie... Ja, das nimmt sich nichts. Man muss immer so ein bisschen ums Gebäude rumrennen. Naja, was soll's. Aber wir sind ja schon da. Das ist ja sein Durchgangsladen. Willkommen! Hast du Neuigkeiten? Was war da oben los? Das war ja das reinste Wespennest. Tatsächlich? Ich glaube, das war ein Belia-Kult. Kranke Kerle, nicht von dieser Welt. Das ist ja schlimmer, als ich befürchtet habe. Wir müssen sofort die Wache benachrichtigen. Nicht nötig. Sie können ihrem Gott jetzt vor Ort die Füße küssen. Ha, gute Arbeit. Wenn ich nur daran denke, dass ich sie zu Nachbarn hatte. Hier, deine Belohnung. Die hast du dir redlich verdient. Gut. Zweiköpfiges Amulett, was bedeutet das? Gucken wir doch mal nach. Oh, nice. Das legen wir an. Und jetzt kriegt Schuck noch eine verbal vor die Schnauze. Wegen den tollen Mietern, die er hatte. Macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn insofern, weil wir haben eigentlich nichts von, aber ich finde das schon befriedigend. Bist du wahnsinnig, dein Haus an Belia-Kultisten zu vermieten? Ihr Gold glänzt genauso wie unseres. Wenn ich dich nochmal bei einer solchen Scheiße erwische, verpfeife ich dich an deine Kollegen. So, bisschen Genugtuung gehabt, so, und raus. Bei dem haben wir nichts mehr verloren. Jetzt gehen wir raus und machen die Quest auf der Farm. Aber Leute, ich würde sagen, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich mache hier mal Schicht und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin der L. Ich bin raus. Macht's gut. Bye, bye.